Ich glaube, ihr könnt das zwar auch nachgucken, aber ich glaube, wir machen noch mal den Anfang von der Tai Chi Form. Ja. Und dann schauen wir mal. Weil das mit dem Jungen lenkt sogar mich ab. Und das ist eine gute Übung für mich, um bei mir zu bleiben. Aber ich muss auch gucken, wo ich noch im Bilde bin und wo die Hundehaufen sind. Okay, ich hoffe, das geht. Und auch verkehrt rum. Also ich muss so ein bisschen schräg. Ihr guckt ein bisschen von hinten. Das ist eine Perspektive, die er noch nicht hatte. Das ist das, was wir bis jetzt hatten. Und man kann von hier aus einfach zurück, rechter Ball, und dann die Mähne des Wildpferds weiterteilen. Quasi da wieder neu anfangen. Oder wenn ihr erst seit der, oder erst, wenn ihr seit dem Kniestreifen dabei seid, dann macht ihr ja sowieso nur die dreimal Kniestreifen. Dreimal Kniestreifen. Kniestreifen und dann die Pieper und dann wieder zurück zum Kniestreifen und wieder dreimal. Und wenn ihr die Pieper zu kompliziert findet oder merkwürdig oder was auch immer, dann macht ihr einfach das Kniestreifen im Kreis, also im Loop, in der Schleife. Ja, das Gesäß schwenken von den sanften Brokaten. Also ihr könnt das auch herleiten, ne? Also schmal, normal, breit und erster Reiterstand. Das ist wichtig, X-Bein, O-Bein, untere Hüfte nach vorne. Aufgerichtet. Die Hände auf den Oberschenkeln. Das Wichtigste nach dieser, also bis hierher angenehm fühlen. Das ist eine ungewöhnliche Haltung. Das heißt, wenn ihr da ruhig Zeit auf dass das locker sich anfühlt, dass da keine Spannung überflüssig drin ist.
Das nächste ist gar nicht das Schwenken. Das Schwenken kommt wirklich nur vom Gesäß. So wenig wie möglich Drehung in den Knien dann. Das Wichtigste an der Übung am Anfang ist eigentlich, den Rücken gestreckt sein zu lassen. Also ohne Anstrengung einen geraden Rücken zu behalten. Ist jetzt nur das Gesäß ein wenig bewegen, das reicht schon. Und immer wieder in der Grundstellung ankommen. Entspannen. Ah, entspannen. Noch links und rechts. Abschließen. Die Füße mit den Händen fassen. Mal schauen. Ohne wirklich zu fassen. Oh.
und den Rücken strecken. Siebenmal und 100 Krankheiten vertreiben. Und schon das Qi einsammeln. Wunderbar. Ihr könnt natürlich nachher auch in den Kommentar unten Fragen stellen. Dann nehme ich die entweder schriftlich auf oder ich beantworte die sogar im nächsten Stream, im nächsten YouTube-Video. Das würde mich freuen. Ich mache das schon, ne? Ich mache quasi jetzt schon unsere Atemübung. Also ich lenke eigentlich nur meine Aufmerksamkeit mehr aufs Atmen. Die Intention kennt ihr, ne? Also diese Flaschenatem mehr Richtung Bauch, Brust, oberer Bereich ein und dann wieder umgedreht aus. Mit einer kleinen Pause jeweils. Nach dem Einatmen und nach dem Ausatmen. Und die Frage ist eben, wie fühlt sich mein Körper dabei an? Und positive Verstärkung, immer wenn es in Richtung vollständigerem Atem und einfacher, anstrengungsloser Atmen geht, nehme ich das wahr. Also positive Verstärkung, das ist halt der Schlüsselbegriff dafür. Ich denke mal, das ist das generelle Vorgehen. Also bei Qigong, Tai Chi, meinem speziellen Yoga, diesen Atemübungen, aber auch bei Meditation. Man setzt eine Intention und nimmt das wahr, was ungefähr positiv auf diesem Weg stattgefunden hat. Also man unterdrückt nichts, wenn es schlecht war. Das ist Schwachsinn. Also besonders wenn ich irgendwie Schmerzen habe, muss ich die wahrnehmen und ernst nehmen. Ja? Freundlich, aufmerksam und gelassen mit denen sein. Also nichts überdecken. Ja? Also nichts Negatives überdecken, auch das nehmen wir wahr, aber wir verstärken das nicht mehr. Das muss nicht sein. Meine Schultern locker,
Schultern locker. Das geht schon in Richtung, also ich nehme immer das, was ich aus der Meditation gelernt habe, hier auch wieder rein. Also wenn ich merke, ich werde müde zum Beispiel, dann gibt es halt so eine eingebildete Müdigkeit, also so eine, wie nennt man das, Döseligkeit, die man einüben kann, also unterbewusst einüben kann. Das ist gut, die wieder abzugewöhnen. Ne? Aber wenn man weiß, man hat zu wenig geschlafen jetzt und so, oder man merkt, dass man generell zu wenig schläft, dann sollte man da was machen. Wenn es geht, wenn man was machen kann. Ich denke, das war's für heute. Danke. Habt ein schönes Wochenende. Es ist schöner, als es aussieht. Zurück.